Herr Wagenknecht für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, Herr Schäuble, ich glaube, niemand hier in diesem Hause bestreitet, dass Griechenland Reformen braucht. Sie brauchen Katasterämter, funktionierende Steuerverwaltung, Bekämpfung der Korruption. Sie brauchen eine drastische Vermögensabgabe für ihre superreiche Oberschicht, die selbst in der Krise und unter Aufsicht der Troika immer noch reicher geworden ist. Aber das, was Sie hier unter dem schönen Namen Reformen verteidigen, das bitteschön hat doch mit all diesen sinnvollen Maßnahmen überhaupt nichts zu tun. Und das ist eben das Kernproblem. Herr Gabriel, falls Sie vielleicht mal zuhören mögen, es ist doch ein Hohn, was Sie hier geschwätzt haben von investitionsfreundlich, wachstumsfreundlicher Politik. Gucken Sie sich doch mal an, das Paket, was Griechenland jetzt diktiert wurde. Das ist doch exakt die Fortsetzung der rabiaten Kürzungspolitik der letzten 5 Jahre, die schon ein Viertel der griechischen Wirtschaftsleistung zerstört hat, die das Land in Rekordarbeitslosigkeit getrieben hat, in Armut getrieben hat, in wirkliches Elend getrieben hat und die vor allem auch die griechischen Schulden immer weiter erhöht hat. Nämlich von 130% der Wirtschaftsleistung auf 180%. Und das wollen Sie jetzt fortsetzen. Und Sie wollen es noch verschärfen durch den kompletten Ausverkauf des öffentlichen Vermögens und die vollständige Entmündigung des gewählten griechischen Parlaments, das in Zukunft gar nichts mehr zu entscheiden hat. Und da muss ich Ihnen sagen, was Sie mit diesem Land machen, das immerhin nicht nur die Wiege der Demokratie, sondern auch die Wiege der gesamten europäischen Kultur ist. Das ist einfach nur schändlich. Die Financial Times schätzt, dass die griechische Wirtschaft bei Umsetzung ihrer Giftliste nochmals um mindestens 5% einbrechen wird. Und der IWF, den Sie ja selbst unbedingt im Boot haben möchten, Frau Merkel, der geht davon aus, dass die griechische Schuldenquote bald bei 200% liegen und selbst dieses neue 85-Milliarden-Paket wieder nur ein Durchlaufposten sein wird. Und Frau Merkel, es ist Ihre Verantwortung, nicht die der Linken und auch nicht die der Syriza-Regierung, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes bereits mit etwa 80 Milliarden Euro für die griechischen Schulden haften. Und jetzt soll das mit einem Handstreich nochmal um 20 Milliarden Euro erhöht werden. Und das für ein Programm, an dessen Erfolg Sie alle, geben Sie es doch zu, und Herr Schäuble hat es doch faktisch zugegeben, an das Sie alle noch nicht einmal selbst glauben. Und spätestens in einem Jahr, dann stehen wir doch wieder an genau dem gleichen Punkt. Nur dass Griechenland dann noch ärmer und seine Schulden noch höher sein werden. Ich muss wirklich sagen, wie Sie mit dem Geld, für das immerhin Millionen Menschen hart gearbeitet haben, wie Sie mit diesem Steuergeld umgehen, das ist einfach verantwortungslos. Griechenland ist seit 2010 überschuldet. Und ein Überschuldeter braucht nicht noch mehr Schulden. Ein Überschuldeter braucht endlich einen richtigen Schuldenschnitt. Und da kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit den Regeln, Herr Schäuble. Den größten Regelbruch, den verantworten doch Sie, Frau Merkel, und auch Herr Schäuble, Sie sind auch dafür verantwortlich. Oder war es etwa kein Bruch der Regeln in Europa, dass Sie 2010 entschieden haben, die Haftung für die Schulden eines überschuldeten Landes den europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern auf die Schultern zu laden? Ja, bitteschön, auch denen im Baltikum, aber auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hier in der Bundesrepublik. Das haben Sie entschieden, das war Ihre Entscheidung, und zwar nur, um deutsche und französische Banken vor Verlusten zu bewahren, vor Milliardenverlusten. Und das war eben der Kern, mit dem die ganze Tragödie jetzt begonnen hat. Und seitdem betreiben Sie Konkursverschleppung, um nicht zugeben zu müssen, dass Sie viele Milliarden in den Sand gesetzt haben. Und das nennen Sie dann auch noch Solidarität. Also ich muss sagen, schlimmer kann man diesen großen Begriff wirklich nicht missbrauchen. Es gibt zwei Wege. Eine Nation zu erobern und zu versklaven, hat der große Ökonom Adam Smith einmal gesagt. Der eine ist durch das Schwert,
der andere ist durch Verschuldung. Es gibt auch zwei Wege, einen Staatsstreich durchzuführen. Der klassische Weg geht über Panzer und Militärs. Der moderne Weg bedient sich der Banken und der Macht über die Währung eines Landes. Mit diesen Hebeln haben sie es geschafft, den von über 60% der griechischen Bevölkerung zum Ausdruck gebrachten Wunsch nach einem Ende der ruinösen Kürzungsprogramme eiskalt wegzuputschen. Was für ein trauriger Sieg. Und ich muss auch sagen, ich sehe Sie gerade nicht, Herr Gabriel, aber Ihre Rolle in diesem ganzen Spiel, Ihre Scharfmacherei beim Durchsetzen von Rentenkürzungen und Mehrwertsteuererhöhungen und Ihre Skrupellosigkeit beim Bedienen dumpfer Ressentiments, bei dem man das Gefühl hatte, Sie bereiten schon eine neue Karriere in den Ruinen der AfD vor, Ihre Unehrlichkeit und Ihr Opportunismus, das war alles so erbärmlich, dass ich mich wirklich frage, wie lange die SPD dieses Elend an ihrer Spitze noch ertragen will. Nicht nur in Griechenland, auch in Deutschland und in ganz Europa können heute immer mehr Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr ordentlich leben. Überall werden Rentner ärmer, die Mittelschichten schrumpfen und werden um ihre Ersparnisse gebracht und die Kapitalmärkte boomen. So sieht Ihr Europa aus, Frau Merkel, Herr Schäuble und Herr Gabriel. Eine Finanzmarktkolonie, in der für Demokratie kein Raum mehr bleibt, weil Technokraten, Banker und Wirtschaftslobbyisten die Richtung diktieren. Und da wundern Sie sich, dass immer mehr Menschen sich von diesem Europa abwenden. Mit Ihrem arroganten Großmachtgehabe, Ihrer sozialen Gleichgültigkeit und Ihrer wirtschaftspolitischen Unbelehrbarkeit zertrampeln Sie das Erbe der großen Europäer, von de Gaulle über Willy Brandt bis hin zu Helmut Kohl, die alle wussten, dass der gegenseitige Respekt und sozialer Ausgleich die Grundpfeiler einer erfolgreichen europäischen Entwicklung sind. Das europäische Projekt hat gerade einen furchtbaren, vielleicht sogar tödlichen Schlag erlitten. Das hat der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman, so hat er die jüngsten Gipfelergebnisse kommentiert. Und ich merke, dass Ihnen das wehtut. Aber bitte schön, dann ändern Sie endlich mal Ihre Politik. Und ich finde es ein Trauerspiel, dass Sie sich hier für solche Ergebnisse auch noch gegenseitig feiern. Das ist wirklich schlimm, was Sie machen. Schlimm für Europa, auch schlimm für Deutschland. Und deswegen wird die Linke gegen dieses Mandat mit diesen falschen Konditionen stimmen. Für die SPD-Fraktion erhält der Kollege.